Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für die PMDG 737 NGX. In dem Tutorial werde ich die APU erklären und auch die Ground Power, beispielsweise was noch alles dazugehört. In den meisten Tutorials, die ich gemacht habe, benutze ich auch die APU. So wird das auch im realen Leben gemacht meistens. Die APU ist hinten am Flugzeug, hier. Sie gibt dem Flugzeug Druckluft sowie auch Strom. Wir haben nun aber auch die Möglichkeit, hier in der 737 NGX externe Hilfen uns zu holen, die ich dann auch gleich näher erläutern werde und wie wir sie einsetzen. Als erstes wechseln wir mal ins Overhead Panel und stellen erstmal den Strom an. Das ist jetzt der Strom von der Batterie. Das heißt, irgendwann wird es piepsen, dass die Batterie leer geht, und deswegen haben wir dann die APU oder auch die Ground Power. Als erstes werde ich jetzt mal die Ground Power zur Verfügung stellen. Das funktioniert hier mit dem Knopf Ground Power, wie man sieht, aber noch haben wir keine. Dazu wechseln wir ins FMC, gehen hier auf FS Actions, dann Ground Connections. Und damit wir die Ground Power benutzen können, müssen die Shocks gesetzt werden. Die sind hier gesetzt. Die Shocks sind hier die gelben Sachen. So, wir wechseln wieder zurück und klicken hier auf Ground Power. Und die ist connected und sehen hier, dass hier dieses kleine Wägelchen steht, was uns jetzt nur mit Strom versorgt. Dann wechseln wir wieder zurück ins Overhead Panel und sehen hier auch, die Lampe leuchtet. Und klicken drauf und ihr hört, dass jetzt das Flugzeug mit Strom versorgt wird. Jetzt könnten wir nun weitermachen, könnten das IRS ausrichten, FMC einstellen und alles weitere machen. Wir können aber nun jetzt noch nicht die Triebwerke starten, weil wir an den Display erkennt, haben wir keine Druckluft, um die Triebwerke zu starten. Um jetzt die Triebwerke zu starten, müssen wir hier noch die erste Unit hinzufügen. Und dann gehen wir mal raus und sehen hier ein zweites Wägelchen. Wenn wir nun auch jetzt wieder ins Overhead Panel wechseln, seht ihr auch, die Anzeige hat sich verändert. Und wir hätten jetzt genug Druckluft, um ein Triebwerk zu starten. Um jetzt weiterhin auch noch das Flugzeug mit Luft zu versorgen, können wir noch die Air Conditioning Unit dazu holen. Ihr hört auch immer die einzelnen Geräusche, die jetzt noch dabei sind. Hier die Air Conditioning Unit, die das Flugzeug jetzt auch noch mit frischer Luft versorgt und auch aufbereitet, ja, soweit ich weiß. Um jetzt ein Triebwerk zu starten, geht man wie folgt vor: einfach hier auf Ground stellen und wir sehen hier nun auch, dass sich N2 bewegt. Und könnten dann hier durch Hinzufügen des Sprits auch das Triebwerk starten. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Deswegen schalten wir es hier auch wieder zurück. Das wären jetzt nun die externen Hilfsmittel, um ein Flugzeug auch mit Strom und Druckluft und Luft zu versorgen. Wir können das jetzt auch anders machen über die APU. Dazu müssen wir die APU starten. Die APU braucht von der linken Treibstoffpumpen braucht es auch Treibstoff. Das ist dann egal, ob man die After- oder die Forward-Pumpe einstellt, denn er nimmt sich aus dem linken Tank einfach den Sprit. Nachdem klicken wir dann hier auf APU Start
Und gleich wird sich jetzt hier die Nadel bewegen. Und wir hören dann auch, dass sie von außen hochfährt. Ganz jetzt hört man es immer deutlicher. Jetzt fährt sie hoch. Und auch die Nadel bewegt sich. Und gleich wird dann hier das blaue Lämpchen leuchten. Das heißt, dass dann die APU zur Verfügung steht. Jetzt ist der Fall und jetzt müssten wir hier nur noch auf die Knöpfchen drücken. Und jetzt hat das Flugzeug, nimmt den Strom, die Druckluft und kann autark arbeiten. Wir könnten hier die Ground Power ausmachen. Und können hier auch alles ausstellen. Und können hier jetzt selbst das LPAC oder so Restriction Fans anmachen und das Flugzeug ist nun autark und kann selbst die Triebwerke starten und verfügt auch über genug Strom. Wir können jetzt hier mal das rechte Triebwerk starten, wieder auf Ground drücken und sehen wieder, N2 bewegt sich. Bei 20%. Mit der Triebwerk, Quatsch, Sprit hinzugefügt und ihr seht jetzt ja auch, das Triebwerk startet schon. Und sobald der Startermotor vom Triebwerk 2 nicht mehr benötigt wird, geht er aus, wie ihr hier gerade das Klicken gehört habt. Bitte nicht wundern jetzt hier über den Treibstoffgehalt, das ist jetzt für dieses Tutorial irrelevant. So könnte man nun die Triebwerke auch starten. Und diese zwei Möglichkeiten gibt es, das Flugzeug mit Strom zu versorgen, sowie auch halt mit Druckluft. Und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Anregungen und Fragen könnt ihr auf dem Video direkt fragen oder auch seit neuestem auf Facebook. Dort kann man mich dann direkt ansprechen. Steht im Kanal drin die Adresse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.